In den letzten Wochen habe ich immer wieder die Frage gelesen, wie nimmt man Vitamin D richtig ein? Ja? Leute wollen sich nicht so gerne mit dieser ganzen Thematik beschäftigen. Die sind auch oft verwirrt, weil sie wieder auf anderen Seiten oder YouTube-Videos was gelesen haben und sagen dann was, wo ich sage, nee, nee, so ist das nicht, das ist anders. Und wir wollen jetzt mal so ein Zwischenvideo machen, wie nimmt man Vitamin D richtig ein? Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wie mache ich es oder wie machen wir es? Wir zeigen es euch einfach mal, auch mit einer Dosisempfehlung, die natürlich nur unsere Meinung ist, ne? Also ihr müsst es selber entscheiden. Dann fangen wir einfach mal an. Wir sind keine Ärzte und keine Apotheker. Genau, wir fangen mal an. Also wir haben ja zum einen ein Vitamin D-Öl mit 1000 internationalen Einheiten pro Tropfen, also 1000 pro Tropfen. Wir haben hier ein K2-Öl mit 20 Mikrogramm pro Tropfen und wir haben hier sehr, sehr gute Magnesiumkapseln mit 100 Gramm elementarem Magnesium pro Kapsel. Ja, das mal als Hinweis. Genau, wir gehen mal, ich versuche euch das jetzt mal so zu erklären, dass es ganz einfach ist. Ich nehme pro 10 Kilogramm Körpergewicht, ein Tropfen, 1000 internationale Einheiten. Ich habe hier einen Löffel, vielleicht hält den die Alexandra mal. Genau, und dann mache ich die Pipette hier voll und dann mache ich mir hier mal, ich tue mal so, als ob ich schon abgenommen hätte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also für 100 Kilo mache ich mir hier Tropfen rein. 10 Tropfen pro 10 Kilo. Ich sage jetzt 100 Kilo, wiege ein bisschen mehr. Aber bald wieder. Und dann nehmt ihr einfach 200 Mikrogramm K2 dazu. Das sind 10 Tropfen von dem. Also 10 bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Das war's. So, jetzt gibt es viele, die schreiben, ja, hallo, das kann man nur mit dem Essen aufnehmen, weil das ist ja fettlösig. Ja, aber das sind MCT-Tropfen, also Middle Chain Triglycerides, ja, also mittelkettige Triglyceride. Und das Beste ist, man nimmt die über die Mundschleimhaut auf, lässt das im Mund und lutscht das langsam auf. Am besten jetzt so. Beim Essen kann man es auch machen, beim Arbeiten, bevor ihr irgendwo euch euren Kaffee macht oder so, einfach mal ein paar Minuten einwirken lassen. Und jetzt geht das über die Mundschleimhaut ganz toll über das Lymphsystem, weil diese mittelkettigen Triglyceride verteilen sich super über das Lymphsystem. Das bedeutet, es kommt überall an, wo es ankommen muss. Also ihr müsst es nicht mit Essen zu euch nehmen. Wenn ihr aber eine Kapsel habt mit Vitamin D, dann immer mit einem fetthaltigen Essen aufnehmen, weil da sonst keine Fette drin sind. Aber da ist ja, man merkt es auch jetzt hier, die Dings. Und manche Leute sagen auch, ja, ich mache das einfach ins Getränk. Nicht so gut, weil dann bleibt es an dem Glas hängen. Dranhängen, ja. Also wir machen es oft direkt in den Mund. Ist natürlich nicht so hygienisch. Auf dem Löffel ist es sicherlich am besten. Und da machen wir auch oft dann noch Omega-3 drauf beim Abendessen. So, komm hier, dein Löffelchen noch. Genau, und jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis. Hier sind Kapseln mit Magnesium-Bisglycinat und es gibt nur zwei Magnesiumarten, die so eine hohe Bioverfügbarkeit haben, dass die gut wirken und auch funktionieren mit Vitamin D. Das ist Citrat und Glycinat. Und Citrat hat dann den Nachteil, dass es unter Umständen ein bisschen Blähung oder Durchfall macht, das Glycinat nicht. Und das Glycinat ist halt extrem gut für die Muskulatur. Wichtiger Hinweis, haben mich auch nochmal Leute darauf hingewiesen, wenn man alle 4 Kapseln, davon nehmen wir 4 am Tag, ja, bei meiner Größe müsste ich eigentlich eher 5 oder 6 nehmen, ja, aber sagen wir mal 4 ist so der Durchschnitt, 4 Kapseln am Tag. Am besten wirken die, wenn man die verteilt nimmt, ja, dass man sagt, eine morgens, eine mittags, eine nachmittags, eine abends, ja. Und dann ist das hier super. Also 4 Kapseln am Tag, damit seid ihr gut versorgt. Falls ihr Nebenwirkungen bekommt von Vitamin D, weil das hat ja viel zu tun mit dem Kalzium und auch mit der Muskelspannung, da ist es so, dann vielleicht mal das Vitamin D aussetzen und erstmal so ein paar Wochen ein bisschen höher dosiert Magnesium nehmen, damit ihr euren Magnesiummangel ausgleicht. Ja? Gibt es eine Uhrzeit, wo man Vitamin D nehmen sollte? Also eigentlich offiziell nicht, aber es ist vielleicht nicht so gut, das vom Schlafengehen zu machen. Vitamin D hilft eigentlich dabei, dass man besser schläft und besser durchschläft, aber wie das halt immer so ist, ne, Sonne ist ja auch nicht nachts da und dann sollte man das vielleicht tagsüber nehmen, wenn die Sonne scheint oder meinetwegen zum Abendessen nehmen wir es auch ganz oft. Das ist kein Problem da. Genau, also ich dann 7, 7:30, 8, ja, aber nicht direkt vom Schlafengehen vielleicht. Vielleicht hat der ein oder andere damit ein Problem.
Genau. Das wäre unser Ratschlag. Guckt euch das Video einfach nochmal an. Ja. Die Alexandra wiegt natürlich deutlich weniger. Das kann man nochmal kurz erklären. Mhm. Da wären es dann, was weiß ich, 5 bis 6 Tropfen. Sagen wir mal, 6 Tropfen sind es realistisch. Ja. Vom Vitamin D. Du nimmst trotzdem 10 Tropfen K2, einfach um den K2-Spiegel gut zu halten. Nimmst auch 4 Kapseln Magnesium am Tag. Genau, genau, die 4 Kapseln nehme ich, wenn es mir so ganz gut geht, wenn ich merke, dass ich Magnesiummangel habe. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich schnell Krämpfe kriege, oder bei mir ist es ganz oft, dass ich dann so unruhige Beine habe, wenn ich im Bett liege. Dann ist es bei mir Magnesiummangel und dann gehe ich mit einer Dosis teilweise eben bis auf 8 Kapseln hoch, dass ich dann einfach schnell meinen Magnesiumspiegel wieder erhöhe. Ja, super. Unter diesem Video findet ihr nochmal PDF-Dateien, die euch wirklich so zeigen, wie gut man wirklich hochkommen kann. Also wenn ihr wirklich einen guten Spiegel haben wollt. Mhm. Ja, das ist ja jetzt nur so ein grober Richtwerk. Und ihr könnt auch auf vitamindservice.de gehen, die habe ich euch auch unten verlinkt. Da findet ihr auch einen Rechner, wo ihr euch das genau ausrechnen könnt mit einem Bluttest. Genau. Und bis bald.